Und damit können wir was geben und herzlich willkommen zu Super Mario 3D World Ultra Modded. Ganz genau. Heute ist alles ein bisschen schief geraten und Beta Luigi und ich wollen trotzdem irgendwie versuchen, die Welt zu retten. Mal schauen, wie das Ganze so wird, nicht? Wir haben heute wieder geisteskranke Mods dabei. Wir haben wieder Skins dabei. Natürlich. Oh, okay. Wir haben natürlich Skins dabei für die verschiedensten Charaktere. Wir haben ein Custom Level dabei. Das kommt direkt nach diesem Level. Also dranbleiben. Und das war's auch schon wieder. Alles ist schief, weil, weiß ich nicht. Ihr könnt, by the way, dagegen anwirken, wenn ihr jetzt euer Handy ein bisschen dreht. Dann ist nämlich nicht mehr schief. Ich glaube, das macht Sinn. Okay, was ist da hinten? Ah, okay. Ich wollte eigentlich zu dieser Box. Das ist doch so eine Propellerbox, nicht? Die kann man sich wirklich aufsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass es... Oh mein Gott. Das sieht cursed aus, weil das auch so Mario 64-Style ist, nicht? Oh Gott. Kommen wir zum ersten Stern durch? Jawollo. Okay. Machen wir weiter. Hui. Wahoo. Ha. Okay, Entschuldigung. Pff. Der Goomba. Let's go. Oh, es gibt Tanuki. Beziehungsweise Luigi hat ja so einen besonderen, helleren Tanuki. Ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Wenn ihr davon mehr wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Warum ist Luigi der Einzige, der hell ist und die anderen nicht? Der Pfeil ist irgendwie auch cursed. Hui. Okay. Ich weiß, in der Mod-Beschreibung steht drin, dass nicht alle Level möglich sind im schiefen Modus. Manche sind unheimlich schwer und andere sind nicht möglich. Ich hoffe, dass in Welt 3 zumindest alle möglich sein werden. Oh Gott. Oh, der Hase. Den kennen wir. Ah, guck mal hier. Luigi ist der Boss. Okay, Entschuldigung. Lass mich mal da runter. Der springt doch immer in dieser Drehung. Was ist denn das? Wir holen den Stempel. Beliebt. Oh. Einfach mal kurz Spider-Man geworden. Ach ja. War hier oben nicht noch ein Stern? Ich muss es ganz ehrlich sagen, die Bäume, also die Hitboxen der Bäume, sind tatsächlich nicht gedreht. Das ist weird. Oh mein Gott, man fällt auch fast runter einfach. Komm ich da hoch? Ja. 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 Let's go. Erstes Level hinter uns und wir kommen direkt zum nächsten Level, was ein richtig krasses Custom-Level aus Mario 3D-Land ist. Das ist für das vom 3DS. Schauen wir uns das direkt mal an. Steppen wir da direkt rein mit Daisy. By the way, falls ihr noch ein paar Ideen für Mods habt, okay. Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich an das Level nicht. Von einem Jahr Let's Play das Game, aber keine Ahnung. Sorry, ich bin schon wieder vom Thema abgelenkt. Falls ihr Ideen für richtig coole Mods habt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare, weil es gibt actually nicht so viele weltverändernde Mods und wenn es Custom Level sind, sind die meistens nur in Welt 1 und das ist halt auch wack so. Das will ja keiner. Falls ihr auf jeden Fall coole Mods kennt, schreibt die bitte, bitte unten rein. Das wäre wirklich zu wichtig. Ich kann ja spinnen. Wo ist die Achte? Da. Ah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wollte. Sind wir tot? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich habe springen gedrückt, der ist nicht gesprungen. Okay, wir sind hier oben. Da oben ist ein Stern oder so. Der Stempel. Ich habe nur den Schatten gesehen. Oh, eine Feuerblume, let's go. Das Level ist unheimlich schwer, weil man von diesen Notenblöcken gar nicht richtig runterspringen kann. Weil das maximal buggy ist. Oh, und hier sind nochmal welche. Hier, ich riech doch den Stern. What? Ja, wir sind tot. Wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Wir leben. Da geht's durch. Ziel? Da hinten habe ich den Stern gesehen. Hallo, hallo, hallo. Nein, nein, nein. Ihr könnt mit mir hier nicht tricksen. Den Stern habe ich gesehen. Und... Oh mein Gott, den hätte ich auch ganz gerne. Gibt's hier noch was? Eine Coin zum Frühstück. Immer gern gesehen. Let's go. Ziel ist damit auch erreicht. Kommen wir direkt zum nächsten Level. Und mal schauen, was uns da erwartet. Feuer Wario Toad hilft uns heute hier im Gruselhaus. Und ich habe gerade schon gesehen, wie der aussieht. What the hell is this? Oh Gott, hier spielt die Kamera verrückt. Das wird lustig. Oh mein Gott, wird das lustig.
Warte, da hinten war doch... Bitte warten Sie halt, stopp, bitte. Warten Sie, man konnte doch hier in dieses Gemälde rein. Oder nicht? Ich komme gar nicht von hier rein. Dann halt nicht. Oh Gott. Das Geisterhaus kann ich mir irgendwie weird verstehen. Also... Da ist der Stern. Der jetzt natürlich... Ja, weird. Okay. Man wird auf jeden Fall ultra schnell. Hallo, werter Herr König. Oh mein Gott. Man fliegt einfach durch die halbe Welt und weg. Okay. Wenigstens sieht Toad jetzt wie Wario aus. Oh Gott. Wie soll ich denn hier an alle Sterne... Da ist ein Abgrund gewesen. Wir haben den ersten Stern verpasst. Ach ja, weil wir nicht in das Dings reinkamen. Die Beleuchtung ist ein bisschen kaputt. Danke für gar nichts. Wir durch? Ja. Nee, ich will ein Item nehmen. Dann sieht Wario wieder richtig stupid aus. Okay. Komm ich da hoch? Ja. Ja. Ist das... Doch, das ist genau die Stelle, wo man eigentlich mit dem fliegenden Sofa hochkommt. Ja, brauchen wir nicht. Sind wir die Pro-Gamers. Wir haben alle Sterne, die wir getten können. Okay. Ah, das ist auch das mit dem doppelten Ziel. Ich erinnere mich sogar daran. Okay. Das Level ist auf jeden Fall weird, weil die Kamera und die Beleuchtung nicht ganz so stimmt. Egal, vielleicht wird das nächste Level wieder besser. Wir schauen direkt mal, ob es wirklich besser werden kann. Nein, ich wollte den Charakter noch wechseln. Ja, wir haben 100 Sekunden Zeit. Und ich kann die Kamera nicht drehen. Na, ich kann die Kamera drehen. Egal. Boah, wir sind voll krass schnell unterwegs. Nach oben bitte. Das kann nicht euer Ernst sein. Nein, wenn der Himmel jetzt gedreht ist und ich runterfall. Oh nein. Oh. Ich kann den Block nicht aktivieren. Okay. Dann lass uns einfach so hurryen. Imagine, wir springen am Stern vorbei. Oh. Uiuiui. Nee, ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Das Level wird geskippt. Das sieht grauenhaft aus. Hier aber auch wieder Kameraprobleme. Ich hoffe, das zieht sich nicht durch die weiteren Level durch. Das wäre extrem schade. Aber wir kommen direkt jetzt mal, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Captain Toad Treasure Tracker Bereich. Wenn ich mich zumindest recht entsinnen tue. Oh, wir machen aber zuerst den Kamek-Fight. Wir machen zuerst den Kamek-Fight. Erst der Kamek-Fight, der geht noch schnell. Der geht noch schnell. Rein da, los. Sind wir gehypt? So, jetzt aber random Character und wir bekommen... Daisy again, okay. Oh, das hätte auch schief gehen können. Ich hätte auch voll in sein Gesicht und tot. Ja, wir haben den Stern. Dann lass uns direkt weiter stemmen zum Captain Toad Treasure Tracker Room House Level. Ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich gibt es in dem Captain Toad Treasure Tracker Level eine Stelle, an der man nicht hochlaufen kann, weil das Level schief ist. Wir müssten also die Mod ausmachen, was bedeutet, wir hätten wieder das ganz normale Standard-Level und das wäre zu langweilig. Deswegen schneide ich euch das einfach raus. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir gehen mit Wario wieder hier rein, der irgendwie nicht Wario ist, aber ist ja nicht so schlimm. Oh mein Gott. Die Level sind aber auch... ist okay. Oh, können wir da hochspringen? Boah, man kann safe da hoch. Hui! Kann man wirklich... Muss man hier hin? Oh, ich kann auch hier hochlaufen. Lass uns doch mal hier runtergehen. Das ist nämlich ein Unterwasserlevel. Oh, können wir den Block aktivieren? Nee, tatsächlich nicht. Das ist schade. Lass uns mal durch die Röhre steppen. Hui. Und... Da sind Fische im Wasser. Wer soll ich denn das wissen? Dafür gibt sich Wario diesmal wirklich die Ehre. Können wir da rein? Ja, können wir.
Und was ist da unten? Da kommen wir hin. Oh, Porco-Puffers. Schönen guten Tschüss. Mag euch eigentlich nicht so. Oh. Ah, nee, geht nicht. Okay, ich dachte, man könnte hier wieder die Wand hochlaufen. Doch, kann man. Das ist cursed, okay? Das ist ungewohnt, dass man die Wand einfach hochlaufen kann. Damit recht... Wow, okay, wow. Hä? Was ist gerade passiert? Okay. Oh, nee, da will ich gar nicht hin zu euch. Gehen wir weiter. Oh, oh, nee. Die sind schlau. Die sind mir zu schlau. Wir waden hier zwischen nochmal. Wir waden. Wir machen hier ganz den entspannten Modus. Und weiter geht's. Da kann man hoch. Oh, werden wir jetzt wieder so weit weggeschossen? Nee. Warum war das gerade eben so? Da ist ein Stern. Ja, ich komme da aber nicht hoch. Jetzt aber. Das war weird. Wir wurden einfach durch die halbe Welt tippen. Oder vielleicht war auch zwischen der Röhre und dem eigentlichen Level eine Stelle. Hello, sehr. Ah, das ist so... Wie heißen die? Die haben einen Namen. Ich weiß, die haben einen Namen. Geist, wer den Namen kennt, auch in die Kommentare. Heute ist Tag der Kommentare. Okay. Oh, ich wollte eigentlich noch springen, aber da ist ja schon das Ziel. Die Kamerafahrten zum Schluss sind irgendwie jedes Mal weird. Aber das soll sich weiter aufhalten. Die Level sind trotzdem schief und, ich finde, das ist ziemlich schräg. Versteht ihr? Wegen schief und schräg. Ich bin's, lustigerweise schon wieder. Guys, dafür jetzt ein Like lassen und über ein Abo würde ich mich auch freuen, wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt. Die wissen alle Bescheid. Gut, lass uns weiter steppen. Wo bringt uns das dann links hin? Oh, da ist ein Level, das war versiegelt. Das habe ich direkt gesehen. Da war nämlich eine wunderbar lecker Schmeckung. Und das ist eine Pause, schon, für die wir jetzt erstmal wegmachen werden, weil wir hoffentlich auch genug Sterne haben. Und dahinter ist sogar eine Secret-Röhre. Das ist die hier. Was gibt's danach? Ich weiß nicht, was da gibt. Ein One-Up zum Frühstück. Das ist doch schön, Guys. Auch immer. Ich finde es immer amüsant und lecker. So, was ist dieses Level? Wir schauen uns an und wir bekommen ein wunderbares... Das ist ein Joke, oder? Let's go. Oh, Mario hat gar keinen Skin, okay? Ein Mitleids-Like für... Dieses Level, das sieht gar nicht schief aus. Oh nein. Ich sehe nicht mal, wo wir hin müssen. Achso. Die Sache ist, wir können hier einfach hochsteppen. Vielleicht gibt es da oben Secrets. Man weiß es nicht. Ihr seid auch ein bisschen buggy. Okay, vielleicht auch nicht. Ich sehe selbst hier auf dem anderen Monitor nicht, ob da was... okay. Bro. Ah, warte, wir können einfach die Wand hochlaufen. Das macht das Level legit erheblich einfacher. Wo müssen wir hin? Wobei es ja nicht so schlimm, hier runter zu springen. Hier ist eine Invisible Wall. Hier ist eine unsichtbare Wand? Danke für gar nichts. Okay, Stern eingesammelt, ohne da oben hinzufallen. Man hat gar keine Angst, runterzufallen irgendwie. Das ist schön. Aber trotzdem irgendwie immer noch dieses leichte Zucken, dass man vielleicht auch runterfallen könnte. Es ist weird. Es ist so Paranoia, die man aber gar nicht haben muss. Respawn bitte, danke. Okay. Ich kann die Kamera ein Stück hoch machen. War es nicht so, dass in der Mitte... Aber ich kann Blöcke nicht aktivieren. Aber ich kann mir den Stempel hier holen. Ja. Geht's einfach hier weiter oder ist das hier Secret Bonus? Kann man hier hochlaufen? Jetzt wird's cursed, guys. Jetzt wird's cursed. Hier ist ein Coin Ring. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Einfach mal springen. Okay, es hat geklappt. Uns fehlt ein Stern.
Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Das Level bockt mega, weil es halt einfach ist. Sorry, dass ich euch jetzt enttäuschen muss. Ey, aber das ist actually... Ich finde, die Idee ist auf jeden Fall cool. So dieses, yo, jetzt kannst du halt einfach an der Wand laufen, weil das Level so schief ist, dass die Wand halt einfach... Ihr wisst, was ich meine. Steppen wir zum nächsten Level. Hin und her im Schaltertal. Und mit dabei heute ist... Mario 64 Beta Luigi. Es sieht schon wieder so cursed aus, guys. Hui. Das kann man aktivieren, das heißt, da ist ein Item drin. Das ist was ich direkt schon gelernt habe. Wir müssen zuerst, glaube ich. Oder nee, müssen wir nicht, weil wir können ja einfach cheaten und hier direkt hoch, ja. Oh, hier sind unsichtbare Blöcke. Okay. Und hier können wir mal wieder hochlaufen. Nein, gib doch, bitte. Hallo. Ich muss dagegen. Oh mein Gott, ist das hart. Jetzt schon. Im richtigen Moment, jetzt. Jawollo. Und nach da. Ey, das ist so cursed. Das ist so cursed. Ich fand es aber mega geil, wie immer alle Mods unten in der Videobeschreibung. Falls ihr es selber auschecken wollt. Das Ganze läuft auf dem Yuzu-Emulator. Ich glaube, mehr... muss ich dazu nicht sagen. Okay, das war weird. Das heißt, wir haben unendlich Chancen. Hier gibt es doch safe einen Stern, oder nicht? Muss es doch fast. Ja, ja, hier, das riecht doch schon danach. Nein? Oh. Entschuldigung. Oh, okay, der ist einfach hier unten. Oh, hier der Sprung war schwer und Luigi kann ja schon höher springen. Gut, dass wir Luigi bekommen haben. Okay, wir steppen zur Midway-Flag. Was machst du? Wir skippen die Passage, weil ich habe gerade gesehen, da sind 10.000 Dinge runtergefallen und das ist wahrscheinlich einfach nur der größte Bug der Welt. What the hell is this? Ist okay. Immerhin, es wurden Lösungen gefunden, die Level doch spielbar zu machen. Es gibt aber scheinbar das ein oder andere Level, was gar nicht schaffbar sein soll. Deswegen müssen wir da immer gucken. Was passiert? Oh nein. Hoch, hoch, hoch. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so scared. Holy shit. Was passiert? Aber wir sind noch dabei. Wir haben sogar... Wir haben sogar den Stempel. Which is cool. Which is also a bit random. Hier kann man stehen. Ja, ja. Und hier wird sich das Ziel gesnackt. Natürlich ganz oben. Das Level war cool, weil ich... Ich fand die Mechanics, das Level zu schaffen, obwohl man halt obviously manche Dinge nicht machen könnte, wie zum Beispiel diese kompletten weirden grünen Dinge, die ganze Zeit verbuggt waren, dass man dann da einfach drüber teleportiert wurde. Das finde ich ganz cool tatsächlich. Actually nice. So, und jetzt steppen wir da oben nach rechts. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Zum Toadhaus. Zum Boss, oh Gott. Stellt euch vor, ein Boss. Aber... alles ist schief. Ich stelle mir das mega funny vor. König Klongs Kastell. Baba, wir machen das. Toad, wir sind aber... Entschuldigung, ist ja Wario Time. Was? Okay, okay. This is going to be hell itself.
Lecker Schmecker. Kann man. Man kann die Cam ein Stück hoch machen. Oh! 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 Okay. Wall climbing is now allowed. Aber man kann einfach die Wand hochlaufen. Weil die können das. Ah, ich kann hier hochlaufen, richtig? Richtig. Ich versuche gar nicht, die Sterne zu holen. Das ist hier sowieso unmöglich. Und hier kann ich drüber jumpen einfach. Okay. Klonk. Klönk. Klonk. Klönk. Klonk. Klönk. Klonk. Klönk. Klönk. Klonk. Geht doch weg. War hier nicht irgendwo ein Stern? Ja, da. Jawollo, wir haben den. Schlimmstes Erlebnis. Ich hätte gerne den Stern da oben noch. Der sieht gut aus, so ein bisschen. In meine Suppe rein, wollte ich sagen. Das ist actually gar nicht so einfach, wie man denkt. Okay. Haben wir. Haben wir. Kommt der Boss? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Das in schief ist ja unmenschlich. Das ist nicht schief. Oh, wie funktioniert das? So funktioniert das. Ja, Lost. Direkt Lost Play gemacht. Okay, hier gehen wir weg. Konzentrieren, konzentrieren. Let's go. Was das schon? Lamer Boss. Lame. Gar nichts kannst du. Geh dir mal Geld kaufen. Denk mal drüber nach, Guys. Was ist dieser Ending Screen? Es ist mir egal. Ich akzeptiere, dass er so ist. Zu strong, Guys. Zu strong. Zu strong. Okay, dann steppen wir direkt weiter. Ja, fortsetzen. Let's go. Überspringen. Wir kennen das ganze Gedösel hier schon. Wo ist die Röhre? Hier. Ab. Durch da. Und... Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Aber Guys, dieses Level machen wir beim nächsten Mal. Deswegen jetzt Abo da lassen, jetzt liken, nie wieder was hier verpassen. Und wir sehen uns dann vermutlich nächste Woche wieder zu einem weiteren Ultra-Modded-Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.